Mieterstromangebote sind einer der Trends der Energiewende. Sie haben sich in den letzten Jahren stark verbreitet. Zahlreiche Anbieter gibt es im Markt. Doch was bringt Mieterstrom eigentlich Kunden? Was bringt Mieterstrom Energieversorgern? Über diese Fragen spreche ich jetzt mit Nicole Hilden. Sie leitet den Vertrieb von Energiedienstleistungen bei der Rheinenergie in Köln. Frau Hilden, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass Ihr Weg Sie hier zu uns geführt hat. Ich habe das erwähnt, Mieterstromangebote haben sich in den letzten Jahren relativ stark verbreitet. Ich könnte mir vorstellen, dass über diesen Begriff hinaus bei vielen aber trotzdem immer noch offen ist, was das eigentlich ist. Könnten Sie vielleicht eingangs erklären, was eigentlich Mieterstrom genau ist? Ja, sehr gerne. Mieterstrom, auch Quartiersstrom genannt. Dabei handelt es sich um lokal produzierten Strom, der dann Wohnungsnutzern, Mietern angeboten wird. Das funktioniert so, dass man über eine dezentrale Erzeugungsanlage, eine Photovoltaikanlage, eine PV-Anlage Strom produziert und den über eine Direktleitung, also ohne Nutzung des öffentlichen Netzes, an die Kunden weitergibt. Das hat ein paar Vorteile, da man da Umlagen sparen kann und man kann das im Neubau, im Bestandsbau und bei Quartierskonzepten anwenden. Bei uns heißt Mieterstrom Heimkraftwerk. Es ist also durchaus flexibel, höre ich da schon raus. Und mir scheint einer der zentralen Elemente hier die Wohnungswirtschaft zu sein. Die Rheinenergie kooperiert ja unter anderem auch sehr eng mit der Wohnungswirtschaft beim Thema Mieterstrom. Worauf muss man denn da achten, wenn man solche Kooperationen ja anschiebt? Also man muss darauf achten, dass man flexibel bleibt, auf verschiedene Kundenwünsche reagiert. Die Wohnungswirtschaftskunden sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Da sollte man mit einem Baukastenprinzip, das haben wir zumindest so gemacht, darauf reagieren. Und noch viel wichtiger ist, suchen Sie sich einen strategischen Partner in der Wohnungswirtschaft und arbeiten Sie auf Augenhöhe zusammen, also als Projektteam. Das ist ganz wichtig, weil es nur gemeinsam funktioniert. Es ist ja eben schon etwas angeklungen. Es gibt verschiedene Techniken, verschiedene Erzeugungstechniken, mit denen man Mieterstrommodelle im Markt anbieten kann. Mir scheint es aber so, dass es da ein gewisses Übergewicht für BHKW-basierte Modelle gibt. Können Sie über die Gründe vielleicht ein bisschen was erzählen? Ja, sehr gerne. Also genauso wie wir geht das wahrscheinlich vielen anderen auch so. Wir bieten seit mittlerweile 25 Jahren Energieliefercontracting an. Durch die stetigen steigenden Anforderungen, beispielsweise in der NF, sind halt BHKWs immer mehr Thema geworden. Und die Vergütungssätze bei der Einspeisung und auf der anderen Seite die steigenden Strompreise haben halt dazu geführt, dass man sich die Frage stellen muss, was machen wir eigentlich mit dem Strom, der in solchen Anlagen produziert wird? Und wir verbauen halt aufgrund der NF viele BHKWs im Neubau. Und das ist halt ein Grund, warum dieses Thema im BHKW-Bereich halt stärker forciert wird. Und ein anderer Grund ist, dass die Investitionskosten ja sowieso schon im Wärmecontracting enthalten sind und wir das hier als Add-on verkaufen können. Bei Photovoltaik ist es halt ein neueres Thema, aber auch da geht es halt um die Frage, was mache ich mit meinem Strom, wenn die Vergütungssätze sinken? Und welchen Ratschlag würden Sie einem Energieversorger mit auf den Weg geben, der jetzt im Moment darüber nachdenkt, ob er vielleicht in sein Portfolio entsprechende Angebote aufnehmen soll? Ja, der ganz klare Rat, einfach anfangen, machen, Erfahrungen sammeln anhand eines konkreten Pilotprojektes und an der geeigneten Stelle Know-how einkaufen, da wo man halt selber nicht so stark ist. Wir beispielsweise bieten halt dann auch an Abrechnungsdienstleistungen, Messstellenbetrieb für andere EVUs. Aber von daher Erfahrungen sammeln und machen mit einem strategischen Partner aus der Wohnungswirtschaft, das ist der beste Weg zu lernen hier. Die Praxis ist Trumpf, wie so oft. Richtig, genau. Ja, vielen Dank für die Zeit, die ich hier verbringen durfte. Gerne doch. Wenn auch Sie Hilfe beim Thema brauchen, die ASIT hilft Ihnen gerne.